Oh, ist das rutschig. So, auf geht's zum, wie heißt das Ding nochmal? Palmore Downhill Dings da. Auf jeden Fall haben wir jetzt die nächsten 700 Höhenmeter oder so gemacht. Haben jetzt glaube ich 1,4 oder so in Beinen. Und jetzt geht's in die letzte Abfahrt. Juhu. Oh, geil. Das ist ein blauer Schild. Was heißt das? Entspannt. Ah nee, den schaffe ich nicht komplett. Zu langsam. Aber auch immer wieder was zum Treten dabei. Und so langsam merke ich die fast 1500 Höhenmeter im Bein. Ich warte mal kurz auf die Truppe. Ah, schade. Ich dachte, wir machen keine Höhenmeter mehr. So langsam merke ich die Beine auch richtig doll. Vor allem, ich habe ein paar Mal versucht, irgendwie mal abzuziehen. Aber das ist so schwierig, wenn du keine Kraft in den Beinen hast. Ja. Ist das geil hier oben. An manchen Stellen hätte ich mir ein bisschen besseren Anlieger gewünscht, gerade an der Außenseite. Ja. Weil ich dann tatsächlich nach so ein paar Pumps, ich wollte gerade sagen, so ein Speed drauf hatte, dass ich hart in die Kurve gehen musste. Weil du ziehst halt doch an der Bodenwelle ein bisschen ab und du landest und musst sofort runterbremsen. Ja. Krass, ey. Ich habe ja schön chill. Genau sowas meine ich, ne? Jetzt hier, sowas. Kilometer lang, komm. Leichtes Gefälle am besten, Kilometer lang einfach nur. Ja, hier und da mal Bodenwelle wird zum, richtig, Abziehen. Ich muss mehr brauche ich heute auch nicht. S2 fahren. Vor allem fahren wir mittlerweile mehr S3 als S2. Na du, weißt du, man wird halt fitter mit der Zeit. Ja, ja.
Und ich sag nur, wenn das Ding ist, du stehst vor zwei Trails, es gibt ein S2 und ein S1. Du fährst automatisch S2. Ja, da hab ich Bescheid. Vielleicht ist der S1-Trail jetzt trotzdem nett. Ja, ja, aber man denkt sich immer so, man will natürlich sein Können auschecken. Gucken, was geht. Hier darf man kaum pedalieren, weil dann setzt man Seiten auf. Oh, Scheiße! Habe ich schon mal gesagt, dass mein Akku bald alle ist? Hast du ein Powerbank? Ich habe natürlich nicht dran gedacht, ein iPhone-Ladekabel mitzunehmen. Ich habe nur an die GoPro gedacht. Na, ich hoffe mal, wenn ich es nicht weiter nutze, dann kann ich die Tour auf jeden Fall noch zu Ende tracken. Leute, es sieht nach Uphill aus. Ach, das ist jetzt bestimmt der letzte Gegenanstieg. So, jetzt bin ich ja mal gleich auf den Ausblick gespannt. So, jetzt müssten wir eigentlich einen Blick auf den Reschensee und Winschgau haben. Ja, hammergeil. Hammer. Jo, dann wird jetzt runtergefloat. Ist das geil. Jetzt stellt euch vor, ihr habt 50, 60 Kilometer vor und hinter euch keine Siedlung. So denn. Hi. Oh, wir kommen jetzt echt in Dreckswetter rein. Also wäre ich dafür, wir fahren jetzt einfach ohne Pause durch. Ich warte höchstens mal auf euch, um nach dem Weg zu fragen. S2, nass. Jo, geil, das ist unsere. So viel zur flowigen Tour. Aus. Ja, viel Spaß, S2. S2 bei Nässe. Hier gleich mal aufpassen, kann man rausfliegen. So, ich werde jetzt auch nicht so schnell fahren wie sonst. Gerade wenn es so nass ist, der geht Sicherheit schon vor. Kein Bock, mich jetzt noch hier die Schnauze zu legen. Hi! Boah, ist das rutschig. Meine Fresse. So, nicht auf die Steine rauf. Da rutsche ich noch mehr. Zack.
Ui, das war eine steepe Line. Oh, schlagen einen die Wurzeln quer. Meine Fresse. Ui. Ja. Ah, rutschig, ne? Ja, mir ist auch ein, zweimal auf einer Wurzel das Vorderrad quer gerutscht. Eben hätte ich mich fast gelegt. Ja. Kann ich auch gerade mal wieder noch rechtzeitig einen Fuß rausstellen. Das ist krass. Aber macht trotzdem Laune. Und es ist so rutschig. Alter, das geht hier schon wieder los. Das Ding ist, wenn du einmal im Rutschen drin bist, kommst du halt auch fast nicht mehr raus. Boah, scheiß querliegende Wurzel. Ich hasse sie. Ah ja, das ist eine ganz gute Line. Enduro-Line. Selbst hier ist es rutschig. Alter, aber auch gefährlich, so ein steiles Stück mit einer komplett offenen Kurve. Jawohl. Alter. Das ist echt eine ganz schöne Absturzkante hier. Aber macht trotzdem wieder Hammer Spaß. Genau, Bunker-Trail ist es jetzt, den wir fahren. Geht's auch hoch oder was? Jo. Weiter! Hui! Ja, auch geil. Ich habe gerade eben erfahren, dass da, wo diese Absturzkante war, war ein Schild Slow. Habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich mich eher auf den Weg als auf irgendwelche Schilder an der Seite konzentriere. Weil es da ein richtig starkes Video gibt, ich glaube in Frankreich ist es, wo eine ganze Truppe Downhiller einfach mal über eine Haarnadelkurve hinaus in eine Wiese reinspringt. Anstatt die Haarnadelkurve mitzunehmen. Also vielleicht doch mal auf Schilder aufpassen. Oh, gefährliche Wurzel.
Stufen waren schon fast ein bisschen hoch für das Tempo. Gerade noch so gepasst. Ja, und so viel zum schlechten Wetter. Jetzt scheint die Sonne wieder. Polter, die Polter. Oh, das war mein Hinterrad, das vom Stein aus der Kurve gekickt wurde. Ach, schade. Naja, ich glaube, den Drop hätte ich mir jetzt eh sparen können. Kein Risiko, das ist eh schon rutschig genug. Bei diesen offenen Kurven muss man, glaube ich, echt aufpassen. Gerade wenn du nicht richtig siehst, was dahinter kommt. Dann warte ich noch mal kurz. Echt? Ja, irgendwie guck zu wenig auf Schilder. Nicht, dass ich auch noch über eine Haarnadelkurve rausspringe. Da war ich viel zu langsam. Habe ich gerade noch retten können. Habe ich mich ja fast über den Lenker gehen sehen. Das war der Bunker Trail. Und wir sind wieder unten in Reschen, wo wir gestartet sind. Ich meine, hier sieht man es jetzt nicht so gut, weil die Bäume im Weg sind. Aber wir sind quasi hinten diesen Berg hoch, dann darüber, da oben lang, da hinten runter, hier wieder hoch und dann hier eben wieder runter. Das ist die sogenannte Bunkertour auf Mountainbiker.it. Macht Laune, aber fast 1500 Höhenmeter merkst du auch echt in den Beinen, zumindest als Flachländer.